Da haben wir jetzt das Problem, dass weder ein Produkt nur dasteht, nur ein Quotient, sondern das ist eine ineinander verschachtelte Funktion. Ich versuche es einmal mit Farben wieder darzustellen. Das Innere, das innen drinnen lautet, nimm die Zahl oder nimm das Argument x Quadrat, rechne es mal 3 durch minus 2x rechnen. Die innere Funktion, das Gelbe lautet 3x Quadrat weniger 2x. Ich schreibe das gerne einmal so drunter noch hin. Die innere Funktion ist das da. Das, wenn ich eine Zahl einsetzen würde, statt x, muss ich das als erstes ausrechnen. Weil das Äußere, was nachher mit dem Gelben nur passiert, ist das Grüne. Ist das, nimm das ganze Ergebnis nochmal hoch 3. Das tue ich jetzt einfach so darstellen, nimm das Ergebnis nochmal hoch 3. Nehmt aber das Bild her mit, ich muss eine Zahl einsetzen, ich muss wissen, was kommt bei der Funktion heraus, wenn ich 1 einsetze. Dann muss ich da innen 1 einsetzen, 3 mal 1 zum Quadrat weniger 2 mal 1 und das Ergebnis, das muss ich hoch 3 nehmen. Und genauso müssen wir uns auch bei den Ableitungen das anschauen. Wir müssen sie anschauen, die äußere Funktion und die innere Funktion. Ich schreibe es da jetzt nochmal dazu. Innere Funktion. Unter Anführungszeichen und äußere Funktion. Allgemein ist es schwierig immer zu erkennen, was innere und äußere Funktion ist. Bei solchen Klammertermen ist es sehr einfach. Das, was innerhalb der Klammer steht, ist innen. Das, was außerhalb der Klammer steht, äußere Funktion. Wie darf man das jetzt ableiten? Lest gleich gar nicht nach, was da mit G und so weiter steht, sondern ganz einfach folgenden Satz. Die Ableitung einer verketteten Funktion ist die äußere Funktion abgeleitet mal der inneren Funktion abgeleitet. Ich schreibe es auch da jetzt her. Kurzform. Die Ableitung ergibt sich, indem ich die äußere Funktion ableite, und ich tue das jetzt gleich so herschreiben mit dem Stricherl, äußere Funktion ableiten, Strich, mal innere Funktion ableiten, Strich. Meistens, und zwar in dem Skript wird es mit G und F irgendwie bezeichnet, mit U und V. Aber merkt euch das bitte, äußere mal innere Ableitung. Das ist so die Kurzform. Äußere Ableitung mal innere Ableitung. So sollte sich die Kettenregel irgendwie einprägen. Dazu ist es wichtig zu erkennen, was ist die innere Funktion, was ist die äußere Funktion, und die Ableitung ergibt sie aus der äußeren mal der inneren Ableitung. Fangen wir mal so an. Wie wird denn ein x hoch 3 abgeleitet? Wie wird denn irgendwas hoch 3 abgeleitet? Da haben wir immer gesagt, das ist nichts anderes als 3 mal irgendwas hoch 2. Also damit ich das hoch 3 ableite, verwende ich ganz einfach die Potenzregel. 3 mal irgendwas zum Quadrat. Wann also dort steht Sepp hoch 3, dann ist die Ableitung 3 mal Sepp Quadrat. Wenn dort steht Quadrat hoch 3, dann ist die Ableitung 3 mal Quadrat hoch 2. Wenn dort steht 3x Quadrat minus 2x hoch 3, dann ist die Ableitung 3 mal 3x Quadrat minus 2x hoch 2.
Ich habe jetzt nichts anderes gemacht als die äußere Funktion, die grüne Funktion, die hoch 3 Funktion abgeleitet. Die hoch 3 Funktion ist waren zu 3 mal irgendwas hoch 2. Und da darf ich mit aufhören, weil das ist jetzt nur die äußere Funktion. Und jetzt müssen wir mit einem Mal noch hinten nachschießen, die innere Funktion. Na. Was ist die innere Funktion? Die innere Funktion ist das 3x² weniger 2x. Wenn ich das da wieder daneben hinschreiben darf, was ist da die innere Ableitung? Das wäre eigentlich, oder die Ableitung 6x weniger 2. Also schreibe ich da, innere Funktion abgeleitet ist 6x weniger 2. Ich verzichte jetzt bewusst einmal aufs Vereinfachen, aufs Ausrechnen von binomischen Formeln und so weiter, sondern nur mal der Hinweis, ich habe die äußere Funktion, das war das x hoch 3, abgeleitet zu 3 mal x irgendwas hoch 2. Und die innere Funktion hinten dran hängt mit der inneren Ableitung, sodass wir da so ein Produkt wieder erhalten.